Heroica ist eine ganz neue Dimension von Lego-Spielen und es ist angelehnt an Computerspiele. Also man muss sich das so vorstellen, Heroica ist eine mysteriöse Welt und in jeder Packung ist eine Region dieser Welt, die man sich käuflich erwerben kann. Hier zum Beispiel haben wir die Festung von Fortan. Und das Besondere an diesem Spiel ist, dass man nicht einfach irgendeinen Spieler spielt, also nicht einfach rot, grün oder gelb, sondern man spielt einen Charakter, der Stärken und Schwächen hat. Und bei dem Spiel geht es darum, Gold zu sammeln, um Waffen zu kaufen, man kämpft gegen Monster, man kann Zaubertränke kaufen oder sammeln, um seinen Charakter sozusagen abzugraden, um wieder gegen verschiedene Monster zu kämpfen. Man muss Schlüssel sammeln, um durch geheime Türen durchzukommen. Und so ist es angelehnt an Computerspiele. Das heißt, das, was man von normalen Computerspielen kennt, bringt Lego hiermit auf den Spieltisch. Und eine weitere Besonderheit von diesen Spielen ist, dass man alle Regionen von Heroica kombinieren kann. Das heißt, in jeder Verpackung ist einmal das einzelne Spiel von Heroica, eine Festung von Fortan zum Beispiel, so wie wir es hier vor uns haben. Aber in der Packung sieht man auch das gesamte Land von Heroica, so wie es zum Beispiel da vorne aufgebaut ist. Das wäre dann, wenn man alle vier Spiele gemeinsam zusammentun würde, hätte man die ganzen Regionen und könnte dann so wie im Computerspiel von Level zu Level, könnte man hier von Region zu Region gehen und immer wieder gegen endböse Mächte kämpfen und sich dann mit seinem Rucksack sozusagen, so nennen wir das hier in diesem Spiel, ins nächste Level begeben mit seinen Waffen, die man gesammelt hat, Zaubertränken und so weiter. Ja, das ist das Konzept in kurzer Version.